Heute war ein schöner Tag für den Tierschutz im Saarland. Wir haben eben zusammen mit dem NABU, drei örtlichen Vereinen im Köllertal, der Stadt Püttlingen und mir als Minister für Umwelt- und Verbraucherschutz eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben für eine zentrale Wildvögel-Auffangstation im Saarland. Sie soll ins schöne Köllertal. Die Stadt Püttlingen stellt dafür unentgeltlich die ehemalige Gärtnerei zur Verfügung, die jetzt auch mit finanzieller Hilfe meines Hauses und der Landesregierung umgebaut wird. Darüber hinaus haben wir mit dem NABU-Landesverband einen Kooperationspartner, der sich um die entsprechenden betrieblichen Dinge kümmern wird. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass damit das Thema Wildvögel den Stellenwert bekommt, den es verdient. Danke an die hoch engagierten Ehrenamtlichen im Bereich des NABU und den entsprechenden vor Ort Handelnden. Das war ein tolles Stück Arbeit, das wir jetzt abgeliefert haben. Die Grundlage ist dafür gegeben, zukünftig im Saarland eine zentrale Wildvogel-Auffangstation zu haben, die nicht nur den Namen verdient, sondern die finanziell und auch personell unterfüttert wird an einem dafür geeigneten Standort.